Und während die einen schon mit einem Leben genug zu tun haben, hat sie direkt 7. Früher stand sie mit ihren 11 Geschwistern auf der Bühne. Heute steht sie allein ihre Frau. Wir sagen herzlich willkommen, Maite Kelly. Also, das Maite. Das schnappt bestimmt zu. Ai, ist interessant. Also, wer das braucht, den geht's echt nicht gut, ne? Ja. Was soll ich sagen? Der braucht wirklich ganz, ganz viel Liebe. Was sagen Sie dazu? Also wollen wir mal so, halten wir das mal fest. Okay. Ja? Dem einen oder anderen geht es vielleicht danach sogar noch besser. Mhm. Aber das gilt es, glaube ich, nachher mit euch beiden Damen zu besprechen. Mit Dr. Carla Thiele, Ärztin und Sexualtherapeutin. In der Tat, ich glaube, ihr lagt alle gar nicht so falsch. Ein Spielzeug, sagen wir mal so, was man auch gerne unter der Bettdecke nutzt. Maite, ich glaube, bei euch in der Familie war das gar kein, also das brauchtet ihr alles nicht, weil bei 11 Geschwistern. Und also mein Vater und meine Mutter braucht das wahrscheinlich. Genau, aber naja, du und ich meine. Ja, aber ich meine, drei Kinder jetzt auch in deiner Ehe, du bist jetzt auch Mutter von 3 Töchtern. Habt ihr mal überlegt, wie viele das noch werden dürfen? Also, meinst du, ich wollte uns fragen, ob wir solche Dinger brauchen? Nee, also das fände ich jetzt auch zu. Ach so. Ja, das ist die typische Frage. Ne? Man kommt aus einer Großfamilie und dann natürlich, ne? Oder was auch typisch, wir haben 3 Mädchen. Die typische Frage ist, wollte nicht noch einen Jungen? Und dann muss ich den Leuten erklären, dass wir auf natürlichen Wege unsere Kinder bekommen haben bis jetzt. Und dass man eigentlich nicht so richtig ausruhen kann, welchen Geschlecht man bekommt. Gott sei Dank. Und dass es vielleicht auch schön ist, wenn man sich mal vom Leben einfach mal beschenken lässt. Und das Leben auch entscheidet, wie viele Kinder man bekommt und ob es ein Mädchen oder Bube wird. Aber ich muss auch mal, es gibt auch Paare, die können auf diesem Wege nicht. Und dann bin ich auch ein Fürsprecher, dass man da auch die Hilfe holt. Aber es ist interessant, wie man denkt, ach, heute kann man so online alles bestellen. Das ist auch, wollen wir oder ein Baby haben? Was wollen wir haben? Das gibt es einfach im wahren Leben nicht. Im wahren Leben kommen die Babys so, wie sie sind, und die Kinder. Du bist ein bisschen ausgehört, hast mir noch nicht richtig geantwortet. Entschuldigung. Macht gar nichts. Lass uns mal über die anderen Überraschungen des Lebens sprechen. Meinst du die hier? Nee, das machen wir später. Ich bin noch traumatisiert von diesem Gerät. Es ist eine wahre Freude, dich bei deiner Erfolgswelle zu beobachten, wie sehr du dich darüber freust. Ja. Dein neues Album ist draußen und das ist wirklich ein Riesenerfolg geworden, jetzt schon. Und du gehst auf Tour und ich frage mich, ich meine, Tour ist jetzt, das Tourleben ist dir ja nicht fremd. Das Problem ist, die ist ja fast ausverkauft, deswegen müssen wir eine Zusatztour machen im Herbst. Ach, das tut mir aber leid. Ich freue mich, ab September geht es auch weiter. Ich kann es nicht fassen. Wie nervös bist du dann noch? Bei mir ist es so ganz schlimm, vorm Konzert muss der Manager mich irgendwo fest anketten, weil ich würde sonst am liebsten weglaufen. Sobald ich auf der Bühne bin, dann, ich weiß nicht, was passiert, dann bin ich so, bäm. Aber vorher bin ich so. Und dann bin ich wirklich, ich will weg. Und war das schon immer so? Nee, das kommt mit dem Alter. Okay. Da freue ich mich schon drauf. Also, und vor allem, weil früher konnte ich die Bühne halt, oder den Druck, oder die, nicht den Druck, aber ich konnte da auf die Bühne alles mit meinen Geschwistern teilen. Und jetzt weiß ich, stimmt nicht, muss es alles bei mir funktionieren. Es funktioniert auch jedes Mal, alles super. Ich kriege immer Standing Ovations, aber vorher denke ich immer jedes Mal. Man tut sich dann so leid. Ich bin diese Bühne nicht würdig. Aber wenn du deine Geschwister ansprichst, ich meine, die gehen ja jetzt wieder auf Tour. Mhm. Jetzt hat natürlich alle Welt gedacht, na, da geht doch Maite mit. Und dafür habe ich aber zu viel zu tun. Okay. Also ich habe 7 Leben, aber keine 9. Und gut, das sind auch 9 Geschwister. Aber gut, es geht darum natürlich, weil ich habe, also wirklich, das Album ist ja durch die Decke gegangen. Wir sind kurz vor Gold und nicht mal ein halbes Jahr. Wir haben jetzt 14 Konzerte jetzt im Frühling. Es gibt noch ein paar Tickets übrig in einzelnen Städten. Und im Herbst werden wir wahrscheinlich 20, also 25. Also die Zeit ist der Grund. Ja, und ich arbeite jetzt schon am nächsten Album. Habe 3 Bücher geschrieben. Die kleine Humme Bommel, die ich mit Britta Sabak auch geschrieben habe, hat auch über 200.000 Bücher verkauft. Und ich habe 3 Mädels und mein Mann. Ich möchte nicht, dass er bei ihr irgendwo auf den Couch landet. Bei Frau Dr. Carla. Genau, und sagt, meine Frau ist gar nicht da. Sondern ich fände es gut, wenn er auch was von mir hat. Ich finde das auch sehr schön. Ja. Du hast in einem Vorgespräch hast du gesagt, mein Mann ist sehr schüchtern und ich bin nicht der höflichste Mensch.
Also ich bin wie passt denn das zusammen? Also ich bin ein liebender Mensch, ja, aber kein höflicher Mensch. Ich mag nicht diesen Smalltalk, kriege ich nicht hin. Dafür bin ich auch zu nerdy. Deswegen hasse ich auch so rote Teppiche und so Partys, wo man sich anschreit an den Ohren, weil man sich eigentlich gar nicht hört oder so tut, als könnte man verstehen, was der andere sagt. Ich kann das nicht. Also ich bin so ein One-to-One-Talker. Ich mag es, mit den Menschen so ganz nah echt zu reden. Und dein schüchterner Mann zu Hause? Der ist zu Hause gar nicht schüchtern. Ach, guck mal. Der taut auf. Ehrlich? Wer hat denn da die Hosen an? Er. Echt? Das kann man sich bei dir irgendwie schwer vorstellen, weil du bist ja doch sehr klar und straight. Das kann wahrscheinlich die Therapeuten erklären. Stille Wasser sind tief. Sehr gut. Aber das passt ja dann ganz gut. Florent, ne? Der hat das Sagen. Was ich auch sehr schön fand und bemerkenswert, du bist damit sehr ehrlich. Du hast gesagt, der Erfolg ermöglicht es mir, wieder in so einer Liga mitzuspielen. Ja. Also in einer, nehme ich mal an, so erfolgreichen wie mit der Kelly-Familie ja damals auch. Der Erfolg ermöglicht mir, dass ich mit unglaublich guten Menschen arbeiten kann, dass ich eine großartige Show auf die Bühne stellen kann, dass die Menschen für die Euros, die sie auch ausgeben, was sie auch erstmal sparen müssen, auch wirklich was ganz Großes bekommt. Und ich habe noch vor 2 Jahren gedacht, es geht gar nicht weiter. Ich habe vor 3 Jahren noch meine eigene Bühne halbwegs selbst zusammengetackert, weil es gab kein Budget. Und ich wollte nicht irgendeinen schwarzen Vorhang haben, der irgendwie verstaubt und verklebt war. Und dann habe ich echt meinen Silbervorhang selber geklebt und hatte dann die Lockenwickler drin und getackert. Und jetzt einfach so ein großartiges Team zu haben. Und dann Dieter Semmermann, habe ich ja auch 6 Jahre lang genötigt, dass er mit mir arbeitet. Aber wie ging es dir damals, als du mit deinem Lockenwickler den Silbervorhang selber zusammengetackert hast? Ich war dankbar, dass man überhaupt diesen Beruf ausüben kann, dass man überhaupt Brot nach Hause mitnehmen kann mit diesem Beruf, ist ein Privileg. Und deswegen, die Jahre des Erfolges eines Künstlers sind viel, viel weniger als die Jahre, wo man sich dahin arbeiten muss. Und das ist gut. Und deswegen ist das ein unglaubliches Gefühl. Das erklärt mir auch deine Reaktion, die ich so schön fand. Da gibt es ein Video, du im Auto und du hörst dein Lied im Radio und dein eigenes Lied. Da brechen alle Dämme bei ihr selber, als sie es hört. Lass uns da mal gemeinsam reinhören. Das Schlimme war, ich muss mich verteidigen, weil viele denken, das war inszeniert. Aber das war nicht inszeniert, weil ich habe da rumgerotzt. Also ich habe deine Tränen spätestens auf der Hand, das war ja alles voller. Und vor allem den Doppelkinn war, alles war. Ich habe eine Oscar-Rede, die so peinlich war wie nichts anderes. Oh Gott. Also es gibt einfach eine ganz plausible Erklärung für diesen Ausbruch und diese Rotzerei. Wir Kellys wurden sehr wenig vom Radio gespielt. Und mein Vater hat das nie verstanden. Wie kann man 3,5 Millionen Alben in Deutschland allein verkaufen, 5 Millionen in Europa und das Radio quält sich und spielt nur, weil sie genötigt werden von den Kelly-Fans. Und als ich vor 6 Jahren angefangen habe, auf Deutsch meine Lieder zu texten, haben alle gesagt, mach das nicht, mach das bloß nicht. Und ich habe gesagt, ich war schon immer Texterin und ich habe dieses Erlebnis durch das Musical erlebt, wie Menschen auf einmal verstanden, was ich sang. Und das hat mir so eine Gänsehaut verpasst, als ich wusste, ich möchte anfangen, auf Deutsch zu schreiben. Und die deutsche Sprache ist unglaublich schwer zu schreiben. Ja, aber du schreibst sie sehr schön. Vor allem schreibst du auch Emotionen, die wo du sagst, das eint den Menschen. Pathos haben eigentlich alle Menschen. Ja. Und da treffen wir uns auch. Und du schreibst ja auch tatsächlich von deinen eigenen Erlebten und von deinen eigenen Geschichten. Da gibt es zum Beispiel auch dieses wunderbare Lied, Die Liebe ist größer als das Leben, ja, was du deinem Vater gewidmet hast. Ja, ja, das ist also deswegen auch mit meinem Vater. Mein Wunsch war es halt, im Radio gespielt zu werden. Und mein Vater, also irgendwie war das so eine Familienehre, die ich irgendwie halbwegs hochhalten wollte. Und an dem Tag hatte ich von meiner Radiodame in Erfahrung gebracht, dass mein Song Nummer 1 im Radio war. Und ich so, Und das ging so hier so raus. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann abends beim Fahren sagte dann die Nina Meite,
Und deswegen habe ich auch so geweint und gesagt, Papa, danke schön. Und du bist ein Himmel, egal, danke. Und diese Oscar-Rede, weil es war für mich wie so ein Riesendurchbruch. Ja, und so eine Erleichterung natürlich auch. Jetzt hast du es wirklich geschafft. Du sagst, du hast 7 Leben. Wie viele Leben hast du davon schon gelebt? Das kennt man ja eigentlich nur von Katzen. Ich glaube, ich bin so halbwegs bei allen und keinem. Was war das schönste Leben? Meine Babys, ja. Die Geburten, alle 3. Danach oder währenddessen auch schon schön? Also nicht der erste Blick. Ja, ne? Ich glaube, beim jedem ersten Blick haben die gleich an mir ein Leben geschenkt. Ja. Pathetisch sein und sagen, dass du ihm auch ein Leben geschenkt hast, aber du hast ihm auf alle Fälle Hits geschenkt. Wenn ich sage, Stichwort Dresden, was fällt dir dazu ein? So spontan? Roland Kaiser und die ganze Stadt tanzt. Jawohl. Und zwar nach deiner Musik auch. Ja? Also, ich muss sagen, mein Vater war, ich komme ja aus der Folklore und wir haben dann auch uns dann mehr als Folkband in die Pop entwickelt. Und mein Vater war so der Mentor meines ersten musikalischen Lebens. Und Roland Kaiser hat mir beigebracht, die letzten 4 Jahre, was es heißt, eine Entertainerin zu sein. Ich war immer gewohnt, ein Rahmen zu sein für ein Gesamtbild mit der Kelly Family. Und ich war nie gerne jemanden, der als Solo-Artist sich irgendwie profilieren wollte. Ich fand das immer ganz schrecklich. Und der hat mir vorgelebt, wie es ist, eine Mitte zu sein für andere. Was ein wahrer Entertainer ausmacht, ist, dass er eine Chuzpa hat, auf der Bühne zu stehen, um andere Menschen zusammenzubringen. Und dass du das geschafft hast und umgesetzt hast, das schauen wir uns jetzt auch noch mal an. Für die ganz wenigen, ich glaube, es gibt gar keinen mehr auf der Welt, der die Kaisermania noch nicht gesehen hat. Aber bitte, diese Szene ist so schön, ihr zwei auf der Bühne. Herrlich finde ich die Idee auch, dass du schreibst ja auch für andere, dass eine Andrea Berg bei dir sagt, du, ich brauche dann noch ein paar Zeilen und dass du ihr via SMS dann schnell eine schickst. Auf diese reagiert sie gar nicht. Aber du bist sowas von entspannt damit. Ja. Du bist so angekommen bei dir im Hier und Jetzt. Danke dir. Im Hier und Jetzt gibt es jetzt auch was ganz besonders Schönes. Mhm. Würde ich dich bitten, schon mal zu deinem Pianisten Sebastian in unser Show, auf unsere Showbühne zu gehen. Ja. Weil 7 Leben für dich, das kennen wir alle, so wie es ist. Und wir lieben das alle, also ich allen voran. Und jetzt kommt das aber in einer ganz besonderen Version, gespielt eben, wie gesagt, begleitet von Sebastian. Und zwar in einer balladesken Version. Genießen Sie Maite Kelly mit ihrem verdienten und so geliebten Erfolg. Auf Rot. Und wenn der Teufel mich holt, die Kugel rollt. Doch ich hab's nicht anders gewollt. Nein, ich hab's nicht anders gewollt. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich versuch's nochmal und geht es daneben, ich bin da. Bin stark, hab sie, Leben für dich. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich steh auf, nochmal und lebe mein Leben. Ist doch klar, bin stark, hab sie, Leben für dich. Ich setz mein Herz immer wieder ein, setz auf die Liebe, irgendwann ist sie mein. Hab 6-mal um dich geweint, auch dieses Mal krieg mich nicht klein. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich versuch's nochmal und geht es daneben. Ich bin da, bin stark, hab 7 Leben für dich. Oh, oh.
das Leben. Ich steh auf nochmal und lebe mein Leben. Ist doch klar, bin stark, hab 7 Leben für dich, oh, 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 oh. Hier steht noch die Gänsehaut. Die bleibt jetzt auch bis zum Ende. Auch die Musik. Ne? Ja. Ach, wie schön. Text und das Musik. Ja. Ja. Toll, oder? Und das Ganze live, also grandios. Ich war leider nie ein Instrumentalist. Ich habe meine Brüder immer beneidet, dass sie so viele Instrumente. Ich hatte immer Stift und Block, aber mein Papa hat das erkannt. Er sagte, you're a writer. Du wirst eines Tages für andere schreiben. Und jetzt habe ich für Simino Rossi was geschrieben. Ich freue mich sehr. Schön. Ja, ist schön. Und das Schöne ist, sie hat kalte Hände. Das liebe ich. Bei so vielen Jahren dabei und immer noch lang. Schön.